Hallo zusammen, in dem heutigen Video gehe ich mal mit euch zu einem Aldi in Texas, genauer gesagt in Euless, Texas. Und ich bin ganz aufgeregt, weil ich darauf gewartet habe, sehr lange Zeit darauf gewartet habe, ein Video über einen Rundgang bei einem Aldi zu machen. Weil, und über dieses Trauma habe ich ja schon häufiger geredet auf meinem Kanal, es in der San Francisco Bay Area, wo ich vorher mein YouTube-Unwesen getrieben habe, keinen Aldi gibt. Ja, aktueller Stand, der nächste Aldi von San Francisco und der Umgebung aus ist 4 Stunden weit weg. Und ich hätte wahrscheinlich irgendwann mal die Fahrt dorthin gemacht, um ein Video über einen Aldi zu machen. Aber dazu ist es ja dann nicht mehr gekommen. Genau, ich weiß, dass dieses Thema Aldi... Und übrigens habe ich mir halt auch so einen schönen Tag ausgesucht mit so einem typisch deutschen Wetter. Nein, war Zufall. Also Aldi ist auf jeden Fall schon von anderen Leuten auf YouTube bespielt worden. Insofern ist natürlich die Frage, was kann der Stadtbewohner jetzt noch beitragen, was nicht schon gesagt und berichtet wurde. Wir werden sehen. Ich werde versuchen, mit euch hier jeden Gang in diesem Laden abzulaufen. So, schauen wir uns erstmal den Laden von außen an. Hier fällt schon mal auf, Texas Sized Savings. Ja, das steht wahrscheinlich bei den anderen oder in den anderen Bundesstaaten nicht. Hier haben wir auch schon eine schöne Auswahl von Einkaufswagen, die alle ganz deutsch so ein Chip drin haben, beziehungsweise man muss sie, wie man hier sagt, mieten für einen Einkauf. Ich werde jetzt eine Sache ausprobieren, die vermutlich noch kein Mensch vor mir ausprobiert hat, nämlich ob ein deutscher Einkaufswagen Löser, die kann man, falls ihr die nicht kennt, kaufen oder bei Amazon bestellen. Don't go ahead, please. Und falls diese... It's okay. Go ahead. Ob dieser Einkaufswagen Löser hier funktioniert, es könnte natürlich sein, thank you, dass ich damit das gesamte Aldi-Savings-Modell zerstöre. Er funktioniert, aber er kommt nicht mehr raus. Scheiße. Er funktioniert nicht. Also das Aldi-Modell kann weiter funktionieren. Ich habe aber auch noch einen Quarter dabei, den man hier reinschieben kann, um sich so einen Einkaufswagen zu mieten für den Einkauf. Das mit dem Einkaufswagenlöser ist übrigens auch vielleicht nicht so eine gute Idee, weil wie das hier an der Kasse funktioniert, ist, dass sie teilweise einen zweiten Einkaufswagen dort schon zu stehen haben, wo sie dann die Sachen, dann die Einkäufer einladen. Und dann, ja, würde man die natürlich so ein bisschen abrippen um 25 Cent. Was anders ist als in Deutschland, sind natürlich die Store Hours. Das heißt, 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, Montag bis Sonntag. Ja, man kann hier außer Labor Day, was jetzt am 5. September ist, da macht der Laden schon um 18 Uhr zu. Ansonsten kann man hier auch sonntags einkaufen gehen. Ja, wunderbar, wunderbar. Gehen wir einfach mal rein. Hier ist halt auch seit Corona natürlich sind hier Hand Sanitizer, wo man sich die Hände desinfizieren kann. Machen wir jetzt mal. Und dann ist hier noch so eine Card Cleaning Station. Und hier ist halt der Flyer. This week's savings und so. Ja, müssen wir uns jetzt nicht im Detail anschauen. Gibt es auch online hier mit einem QR-Code. Willkommen. Schauen wir uns mal kurz den Kassenbereich an. Was das Besondere ist bei Aldi, dass hier keiner ist, der einem irgendwas einpackt oder so, sondern die haben da hinten halt so eine lange Bank, so einen langen Tisch, wo man dann selbst seine Einkäufe in Tüten verstauen kann, in mitgebrachte. Es werden hier zwar Tüten verkauft, aber es gibt keine kostenlosen Plastiktüten. Überhaupt hat Aldi hier geplätscht sozusagen, also versprochen, dass sie das Plastik reduzieren bis 2025. Und wie gesagt, es gibt hier zum einen aus Kostengründen, aber auch zum anderen aus Umweltgründen keine Plastiktüten, die hier in Texas ja ansonsten noch sehr üblich sind. Ich wische mal einmal kurz die Linse ab, weil es so ein bisschen draußen genieselt hat. So, fangen wir einfach mal an. Also die Auswahl von Produkten hier beim Aldi in den USA ist doch anders als in Deutschland, relativ drastisch anders. Hier gibt es sehr viel Auswahl an diesen Pizzen. Die sind nicht tiefgekühlt, sondern es sind halt so Kühlschrankpizzen.
Zum Beispiel hier so eine 5-Käse-Pizza, die 1,16 Kilo wiegt, für 5,99. Hier oben gibt es dann verschiedene Pulled Beef Brisket, Pork Burnt Ends und Pulled Pork und so mit Barbecue-Soße, Chicken Fajitas, Porn Canitas, Hawaiian-Style Chicken und so weiter. Also hier gibt es definitiv einige Sachen, die man so jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz nicht unbedingt finden wird. Ihr könnt ja auch pausieren, um euch das ein bisschen anzuschauen, was es hier halt gibt. Das ist halt ein frisches Regal hier auf der linken Seite. Hier gibt es zum Beispiel Cilantro, was man in Deutschland als Koriander kennt, für 69 Cent, relativ große Menge. Kirschen kosten 3,89 pro Pfund, also pro 454 Gramm, wenn man es aufrundet. Genau, Aldi selbst gibt es ja halt nur im östlichen Teil der USA oder ist dort stärker vertreten. Wenn man die US-Karte nehmen würde und sie genau in der Hälfte, also an einer Nord-Süd-Achse durchteilen würde, dann wären fast alle Aldi-Filialen östlich von dieser Nord-Süd-Achse. Und die meisten Filialen gibt es in Illinois mit über 200. Danach der Bundesstaat mit den zweitmeisten Aldi-Filialen, etwas unter 200, ist Florida. Kalifornien selbst und ein paar Filialen gibt es auch in Arizona, sind also die Ausnahme. Es sind so ein paar Satelliten-Filialen von Aldi, die es dorthin geschafft haben. Ansonsten kümmert sich oder versucht dieser Retailer hier halt, sein Wachstum auf die Gebiete zu beschränken, wo sie halt schon ein Netzwerk aus Geschäften haben. Klingt jetzt vielleicht nicht so sinnvoll, ist aber auch aus Kostengründen, weil es halt recht schwierig ist, in einen Bundesstaat oder eine neue Region vorzudringen, wo man noch keine Filialen hat, was diese ganzen Lieferketten und so weiter angehen. Deswegen findet bei Aldi schon ein ziemliches Wachstum statt, was neue Filialen angeht, aber halt leider nicht in neuen Bundesstaaten. Das heißt, die Leute in Nordkalifornien müssen sich da noch etwas gedulden. Und in den nördlicheren Bundesstaaten, also Oregon, Washington und so weiter und östlich davon, gibt es überhaupt keine Aldis. Insgesamt hat Aldi 2187 Filialen. Das ist der aktuelle Stand und ist damit so ungefähr der drittgrößte Lebensmitteleinzelhändler nach Walmart und nach Kroger's, die hier auch in Texas weit verbreitet sind, in den USA. Ja. Ja, ich laufe hier so einfach mal so ein bisschen, wie gesagt, die Regale lang. Ihr könnt es euch ja ansonsten auch nochmal auf Pause anschauen. Wie gesagt, die Produkte sind jetzt anders als in Deutschland und hier gibt es mal so ein paar Sachen, hier zum Beispiel German Roasted Ground Coffee, der gute Kaffee aus dem Anbau im Rheinland. Nein, es ist halt in Deutschland geröstet, was auch immer das jetzt bedeuten soll. Ich gehe einfach mal außen lang hier in diesem Laden. Aldi selbst hat ja hier ein noch sehr ursprüngliches Konzept. Das heißt, anders als die Filialen in Deutschland, die ja inzwischen schon so ein bisschen edler geworden sind, ist Aldi hier in den USA noch so ein bisschen seinem ursprünglichen Konzept verpflichtet, dass es halt sehr wenig Dekoration hat und es alles eher so auf Kostenersparnis ausgelegt ist. Deswegen ist halt so eine Aldi-Filiale auch deutlich, deutlich kleiner als eine durchschnittliche US-Supermarkt-Filiale. Ungefähr ein Zehntel von der Größe her und hat auch deutlich weniger Angestellte. Das heißt, in so einer Aldi-Filiale arbeiten insgesamt so 15 bis 20 Mitarbeiter und es sind nie mehr als 3 bis 5 gleichzeitig im Einsatz. Und die machen dann halt auch alles, das heißt, die kassieren, füllen Regale auf und so weiter und so weiter. Und andere Supermärkte oder der klassische US-Supermarkt hat da jedes Mal oder für jede einzelne Aufgabe eigene Angestellte, die nur das machen. Guck mal hier, ist Uncured Bavarian Bratwurst, immerhin auch imported from Germany. Also hier haben wir ein deutsches Produkt, deutsche Küche, authentic German food. Was hat das? 350 Gramm für 6,99. Ist jetzt allerdings auch kein Schnäppchen, wobei ich mir sicher bin, dass Aldi hier sein Bestes getan hat, um es
möglichst kostengünstig anzubieten. Außerdem im Hintergrund hört ihr vielleicht, es wird auch keine Musik gespielt, wobei das jetzt wahrscheinlich kein großartiger Kostenfaktor ist, aber vielleicht wollten sie es auch aus irgendwelchen anderen Gründen einfach nicht. Hier ist noch eine riesige Auswahl an geschreddetem Käse, geriebenem Käse, die man jetzt in Deutschland auch im Regelfall nicht so findet. Da hat man ja meistens irgendwie Gouda, Edamer, Mozzarella. Und hier hat man zusätzlich noch so einen Mexican Cheese Blend und natürlich den Cheddar, den man auch findet, aber der jetzt nicht so gängig ist in Deutschland, deutschsprachigen Raum. Mexican Style, den Oaxaca Cheese und dann gibt es noch Shredded Münster und Shredded Asadero, wenn es denn ein spanisches Wort ist. Ich habe es jetzt einfach mal proaktiv spanisch ausgesprochen. Genau, große Auswahl an String Cheese. Hier oben gibt es noch so ein Pico de Gallo, auch nicht schlecht. Und Guacamole, 10 Ounce, also etwa 283 Gramm für 3,19. Und hier unten ist halt auch noch so ein bisschen was für den Käse-Konnoisseur, ein Brie mit 227 Gramm für 3,39 zum Beispiel. Und das hier könnte Blautschimmelkäse sein, ja genau, Gorgonzola, nicht Gorgonzola, für 3,69. Ja, so, wie gesagt, ich arbeite mich mal hier außen weiter vor an diesen Gängen. Hier ist auch wie üblich eine riesige Auswahl an Hummus. Der ist hier auch sehr, sehr beliebt. Classic Hummus zum Beispiel 227 Gramm für 2,59. Ziegenkäse. Hier unten ist so eine Platte mit Schinken, Prosciutto, Salami. Die Auswahl geht hier eigentlich auch schon, muss man sagen. Cracker Cuts Käse, Cranberry Cheese, okay. Und hier, guck mal, Fondue Käse aus der Schweiz. Imported from Switzerland. 400 Gramm Fondue Käse für 5,29. Das sind auch Schweizer Preise. Also sold by Aldi. Headquarter ist in Batavia, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, Illinois. Und der besteht aus Emmentaler AOP, Le Grevier AOP, Raclette Käse und so weiter. Ja, fehlt nur noch der Kirschschnaps, um das Fondue zu machen. Und es fehlt noch der Raclette Käse. Vielleicht geht dann aber auch der Fondue Käse fürs Raclette zur Not. Red Bull haben sie da oben. Ansonsten baut Aldi hier sehr stark auf Eigenmarken, wie auch in Deutschland, aber hier vielleicht noch extremer. Das heißt, 90% ist das, was ich gelesen habe. Ich habe es selbst nicht nachgezählt. Von den Waren hier beim Aldi sind Eigenmarken. Ja, hier sind wir so ein bisschen in der Fischecke. So ein großer Lachs zum Beispiel kostet 8,49, aber pro Pfund. Also dieses ganze Stück, was hier unten zu sehen ist, kostet 23,86. Hier gibt es Baby Back Pork Ribs für 4,49 pro Pfund. Wie gesagt, 454 Gramm. Hier oben gibt es Half Pork Loin für 2,09 pro Pfund. Und Texas Proud, hier guck mal, das ist so ein bisschen wie bei dem Aldi in der Schweiz, wo die Made in Switzerland Produkte halt so ein Schweiz Logo sage ich schon, die Schweiz Flagge haben. Und hier gibt es Texas Proud, also ich gehe mal davon aus, dass es in Texas produziert ist, das Ganze. Und das ist hier so eine riesen Packung Hackfleisch für 5 Pfund für 12,99, also 2,59 pro Pfund. Da unten auch die Burger Patties. Ich muss sagen, aus eigener Erfahrung jetzt wieder, dass das Burgerfleisch bzw. das Hackfleisch an sich hier wirklich auch sehr gut schmeckt. Hier haben sie noch eine Küchenrolle liegen lassen zwischen den Regalen. Hier ist der Gang etwas verstaut gerade. Siehst du, hier wird auch, das ist auch sehr, sorry, excuse me. Thank you. Chicken Breasts kosten hier übrigens 3,99 pro Pfund, wenn man die Großpackung kauft. Sorry, thank you.
So, ich musste da jetzt mal so ein weggehen. Haben wir ein bisschen beim Hühnerfleisch einen Shortcut hier gemacht. Tut mir leid. Hier gibt es noch tiefgefrorenes Burgerfleisch. 3 Pfund für 10,49. Buffalo-Style Chicken Wings, die auch relativ scharf sein dürften. Da oben ist auch wieder Texas Proud bei den Chicken Wings. Ja, interessant. Interessante Parallele. Hier gibt es wieder ordentlich Shrimps, frei nach Forrest Gump. Breaded Shrimps, Coconut Breaded Shrimps, Cooked Shrimps, Medium Cooked Shrimps, Cooked in Shell Shrimps, Large Cooked Shrimps. So. Hier gibt es so ein bisschen, hier die guten Hash Browns da unten, die Hash Brown Patties, dürfen bei keinem amerikanischen Frühstück fehlen. Also sie dürfen schon fehlen, aber ist halt so ein Standard-Frühstücksding. Hier gibt es noch verschiedene so Brokkoli-Florets, also Brokkoli, mehr Köpfe ja nicht, naja egal, also 1,95 für eine 283 Gramm Packung. Weitere Tiefkühlgerichte, Pizza. Reine Salami-Pizza stehen die hier irgendwie nicht so drauf, also man kriegt hier maximal so eine Pepperoni-Pizza, hier unten rechts zum Beispiel. Also hier kostet eine Pizza 3,69, da unten 3,29, die etwas günstigere, die nur in Plastikfolie eingepackt ist und nicht im Karton noch zusätzlich. Dann haben sie hier halt auch was wieder für den amerikanischen Gaumen, das Sausage Egg und Cheese Frozen Breakfast. Breakfast, das eingefrorene Sandwich. Keine Ahnung, wie das schmeckt, habe ich noch nie probiert. Ein paar Tiefkühlfrüchte, Blaubeeren. Das geht ja eigentlich. 3,85 für 680 Gramm. Kann man jetzt nicht meckern. Und noch weitere verschiedene Eissorten. Genau, ja. So, hier vorne ist noch so ein bisschen so eine etwas rümpelige Ecke, wo irgendwelche Off-Non-Food-Sachen verkauft werden. Da gibt es in der Mitte aber auch eigene Regale. Schauen wir uns mal ganz kurz heimlich hier den Kassenbereich an. Hier wird Bier verkauft und ja, so ein Kassenbereich sieht halt hier so ein bisschen simplistischer aus und erinnert jetzt nicht unbedingt an den Aldi aus Deutschland so sehr. Hier werden jetzt keine Zigaretten verkauft, wie man sieht. Der Kassierer sitzt und die Ware wird direkt hinten von dem Scanbereich in ein Dings geworfen, also in einen Einkaufswagen. Deswegen meinte ich eben, wenn ab und zu, oder ich habe es einmal gesehen beim Einkauf, dass dann halt ein zweiter Einkaufswagen da steht vom Kassierer und wenn der Kunde noch beschäftigt ist mit Aufladen, dann wird es da hinten halt in den neuen Wagen reingeworfen, wo dann halt auch 25 Cent wieder drin sind. Deswegen wird es hier halt so ein bisschen schwieriger, sage ich halt, mit so Einkaufswagenlösern und mit so Plastikchips zu arbeiten und so. Ja, hier die Tüten unten kosten 12 Cent. Für eine Papiertüte und 15 Cent für so eine Plastiktüte, die dann auch so ein bisschen dicker ist, kann man eher noch wiederverwenden. Hier drüben sind dann noch einzelne Tüten für 99 Cent für so eine Permanent-Tragetasche. Und dann gibt es hier noch so eine relativ edle Kühltasche für 7,99. Joa. Genau. Ja, das ist hier zum Beispiel auch so ein typisches Beispiel dafür, dass das halt von Millville ist. Das ist eine Aldi-Eigenmarke und nicht von General Mills, die halt das kopierte, das Originalprodukt sozusagen haben. Gut, wir sind hier reingekommen, aber wir sind jetzt einmal außen lang gegangen. Das hat sich jetzt ein bisschen irgendwie ergeben hier bei meinem Rundgang. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns nochmal die Obstecke hier an, 95 Cent pro Pfund für die Weintrauben. Da muss ich schon überlegen, wie das heißt. Äpfel 2 Pfund kosten 3,99, beziehungsweise hier unten die Honey Crisp Apples 1,89 pro Pfund. Gut, weitere Äpfel, eine Cantaloupe-Melone 2,29, eine Honigmelone, wenn es genau das gleiche ist. Limetten kosten 19 Cent pro Stück. Aldi, hatte ich jetzt noch nicht erwähnt, wird übrigens hier Melonen für 4,95 pro Stück. Schmecken hier übrigens auch echt gut, sind aus Mexiko. Oder den USA, weiß ich jetzt nicht. Steht hier, glaube ich, drauf. Borders Melon
Die ist heimlich über die Grenze gelaufen. Nee, keine Ahnung, da ist ein USA-Logo drauf. Also wahrscheinlich sind sie irgendwo aus den USA. Die Aldi-Filialen, wollte ich gerade nochmal ansetzen, sind hier übrigens, gehören Aldi Süd. Ja, also alles, was in den USA von Aldi betrieben wird, ist, wie man hier auch an dem Logo erkennen kann, ist von Aldi Süd. Während Aldi Nord irgendwann mal 1979 Trader Joe's gekauft hat, beziehungsweise eine Stiftung, die Aldi Nord gehört, hat Trader Joe's gekauft. Und seitdem ist es so, dass Aldi Nord halt hier vertreten ist in den USA mit Trader Joe's. Und Aldi Süd ist vertreten mit Aldi, halt eben mit dem Namen. Und die USA sind das einzige Land, wo Aldi Nord und Süd außerhalb von Deutschland halt sozusagen in einem Land operieren oder hier Gewerbe betreiben. Ich weiß nicht, ob es aktuell immer noch so ist. Hier gibt es halt auch wieder, wobei jetzt hier nicht Texas Proud dran steht, aber so eine Texas, so eine Salsa, ist aber super scharf. Habe ich auch schon mal gekauft. Ja, sehr viele verschiedene Tortilla-Chips. Hier sind tatsächlich Pringles. Das ist halt wieder eine von den Ausnahmen, wo es halt ein Markenprodukt hier gibt. Oder hier Doritos auch, ja. Lay's-Chips, also so eine Mischung von Frito-Lay. Und das ist halt, wie gesagt, eher so die Ausnahme. Alles andere sind Eigenmarken. Und hier gibt es noch verschiedene ganz interessante Wagyu Beef Steak Strips. 0,8 Ounce, also jetzt auch nicht wirklich viel für 1,89. Ja, und ansonsten hier halt Cracked Pepper in dem Fall, also Beef Jerky, was 283 Gramm 10,39 kostet. Hier am Endcap sind wieder verschiedene Chipsorten, glutenfreie Cracker. Und hier sind wir bei den Dosen. Jetzt nicht so spektakulär, das findet man halt auch bei einem Aldi in Deutschland, so in der Form mit einem anderen Logo drauf. Vielleicht hier noch zu erwähnenswert, hier Black Eye, Peas, Pinto Beans. Es werden hier halt auf dem amerikanischen Markt schon mehr Bohnenprodukte gegessen. Great Northern Beans, Black Beans, noch mehr Black Beans, Pinto Beans, Chili Beans, also gewürzte Kidneybohnen nehme ich mal an. Und dann sind auch noch Baked Beans und so, also Beans gehen hier definitiv mehr. Ja, Applesauce, ganz Apfelmus-Zeug, was es hier halt so gibt. Weitere Produkte, die man jetzt so auch nicht unbedingt kennt, Twinkies, Peanut Butter Waffeln und Peanut Butter selbst, 18 Ounce für 1,69. Hier gibt es verschiedene Honigsorten. Das ist kein Sauerkraut, das ist Grape Jelly. Und Ketchup. Hier ist auch zu bemerken, dass hier kein Heinz Ketchup ist, sondern das ist halt auch ein Off-Brand Ketchup. Also ein White Label Ketchup. Hier sind so wieder so ein paar Texas-Produkte, Barbecue-Soße Texas-Style. Memphis-Style, muss jetzt nicht unbedingt aus Texas kommen, die Soße, aber ja, das gute Miracle Whip da unten. Die A1 Steak-Soße für 4,48 und ein großes Glas, ist Plastik, ist kein Glas, 3,99. Und das hier ist Made in Texas, das ist übrigens sind keine Jalapenos oder irgendwas, sondern das sind Pickled Okra. Ja, wäre auch ungewöhnlich in Deutschland, es sei denn, Okra ist irgendwas, was es dort auch unter einem anderen Namen gibt. Die ganzen Gurkenauswahl schmeckt alles ein bisschen anders. Das gute Ranch-Dressing, ich habe es vermisst, das gibt es ja nicht in Deutschland im Regelfall zu kaufen. Ich habe es nirgendwo gefunden. Kann sein, dass es irgendwo es als Import gibt. Nie gesehen, es gibt French-Dressing, also französisches Dressing, aber schmeckt anders als das Ranch Dressing. Ja, hier sind wieder Pistazien, zum Beispiel 1 Pfund, 454 Gramm für 5,49. Hier sind Cashews, gesalzen, ungesalzen, geröstet, Sea Salt hier für 12,49, immerhin für 30
Unzen. Und da rechts an dem Gang waren wir. Da würde ich sagen, schauen wir uns hier nochmal um. Gehen wir einmal hier um dieses Regal in der Mitte, Proteinbars oder Müsli-Riegel, wie man sie vielleicht nennen würde. Hier sind so die richtigen Proteinbars. Da unten gibt es halt auch so ein Protein-Blendpulver für 16,99 für 2 Pfund, sorry. Und hier ist ein bisschen Leere in den Regalen. Also hier gibt es halt so ein bisschen, ja, Non-Food-Artikel. Schauen wir uns das auf der Seite hier nochmal kurz an. So ein bisschen Non-Food-Zeug halt, Deko-Zeug, Kerzen, Spielzeug. Ja, nothing to write home about. Ja, genau. So, gehen wir nochmal hier auf der Seite zurück. Ich weiß nicht, habe ich die Seite gezeigt hier mit den Kartoffeln und den Zwiebeln? Ich glaube tatsächlich auch nicht. Kartoffeln 4,29 für 10 Pfund, also für eine erhebliche Menge. Genauer gesagt 4,54 Kilo, klar. Und Süßkartoffeln, Zwiebeln in 4 verschiedenen Ausführungen. Nicht schlecht. Eisbergsalat. Für steht jetzt kein Preis dran. Schade. Oder ich habe ihn nicht gesehen gerade. Jalapeno Peppers hier oben. Guck mal schön. So eine größere Menge. Für 85 Cent. Die sind hier recht günstig. Muss man so sagen. Eine Avocado. Die gute Hass-Avocado für 69 Cent. Man kann auch ein Netz kaufen für 3,89, wo 6 Stück drin sind. Dann hier auf der Rückseite nochmal, ups, sorry, ich gehe nochmal, entschuldige ich mich schon bei mir selbst, weil ich immer meinen eigenen Fuß gefahren bin. Siehst du, so ist das hier. Ja, das sind halt alles White Label Brands, also auf Deutsch Eigenmarken von bekannten Produkten anderer Hersteller. Außer hier, General Mills, siehst du, hier ist das Original Cinnamon Toast Crunch, was sie hier eingekauft haben. Ansonsten alles in Millville, eine der vielen Eigenmarken. Sirup findet man so jetzt auch nicht so regelmäßig in deutschen Supermärkten. Und das gute Hot Cereal, also das, was man in der Mikrowelle mit Milch zusammen aufwärmt. Oatmeal, Hafer. Joa, genau, die leckeren Pop-Tarts für 3,28. Und hier waren wir an der Ecke. Hier links waren wir, dann schauen wir uns, gehen wir noch mal einmal um diesen Mittelgang herum. Angefangen bei dem Endcap, wo es Schokolade zu kaufen gibt. Und hier haben wir einen Bekannten, einen alten Bekannten dabei, die gute Moser Rot Schokolade oder Moser Roth wahrscheinlich ausgesprochen. Wobei das sind 5 Bars, also 5 Riegel, die einzeln eingepackt sind. Ja, genau, das kennt man auch aus Deutschland. Die anderen Sachen, hier ist auch wieder Moser Roth. Die anderen, oh hier, Schugetten. Guck mal doch, wieder ein altes Ding gefunden hier aus Deutschland. Einen alten Bekannten, German Quality. Made in Germany, schätze ich mal. Steht hier nicht unbedingt, kostet 1,59. Gibt es jetzt aber auch nur in so leider nicht Vollmilchschokolade, aber ist ja Geschmackssache. Die Wert das Original. M&M ist eine weitere Marke, die es jetzt hier gibt. Diese Pocky-Dinger ist eine Marke. Hershey's Reese's ist eine Marke. Also hier haben sie halt schon so ein paar Marken mit reingezaubert ins Regal. Apfelsaft Dr. Pepper, weitere Marke. 5,98 für 12 Dosen. 100% pure Pomegranate Juice, schmeckt wie Medizin, 5,49. Lemon Juice 2,49 für 32 Fluid Ounce, ungefähr ein Liter, 0,96 oder sowas in der Richtung. Ja, genau, hier sind wie gesagt wie ein paar Marken und hier, guck mal, Energy Drink. Der gute Gridlock Energy Drink.
Wird er wieder Kong Strong sein? Nein, wird er nicht. Also ich habe schon ausprobiert, muss ich ja natürlich sagen, zugeben. Gibt es halt hier als Sugar-Free für 1,49 auch für 473 Milliliter. Und das ist ja Low Calorie. Also es gibt es als Low, No und Full Calorie. Das hat jetzt 45 Kalorien für 473 Milliliter. Das geht schon. Und das ist jetzt hier das Normale, würde ich jetzt mal sagen. Es hat 10 Kalorien. Ja, kommt mit Sicherheit nicht an Kong Strong ran, aber ist okay. Also ich habe es mal getrunken, ist okay. Hier gibt es diese kleinen Energy Shots, die man vielleicht an der Tankstelle bekommen könnte. 60 Milliliter, 1,19. Wem diese große Dose zu viel ist. Genau. Gehen wir hier nochmal rum. So ein bisschen, S'mores-Zeug, wollte ich gerade sagen, fehlen noch so ein paar Sachen. Also Milchschokolade ist da, aber es fehlt hier noch so ein bisschen an den Graham Crackers. Ja, Hundefutter, Tierfutter generell. Ja, habe ich mangels Tier aktuell jetzt nicht so den Bezug zu. Toilettenpapier könnte man natürlich noch mal gucken, ist ja traditionell auch deutlich teurer in den USA. 12 Rollen, 8,39. Aber es ist auch, was weiß ich, wie viel lage ich? Steht das jetzt hier? One-Ply, also einlagig eigentlich sogar auch nur. Das hier ist wahrscheinlich dann mehrlagig. Das Premium steht das hier. Two-Ply, zweilagig. 10,89. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie die Dicke der Lagen ist, um es zu vergleichen. Aber es ist halt recht teuer, ne? Also das muss man schon sagen. Dafür gibt es das noch zu kaufen. Omeprazol 6,95 für 14 Stück. Wobei die tatsächlich auch in der Apotheke in Deutschland in der 20 Milligramm Variante halt günstiger zu kaufen sind. Wobei es da zwischen Deutschland, Österreich und Schweiz dramatische Unterschiede gibt. Also Omeprazol in der deutschen Apotheke so 5-6 Euro, in Österreich 16 Euro in der Apotheke und in der Schweiz haltet euch fest 24 Franken, was auch so ungefähr 23, 24, 25 Euro sind. Je nachdem, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt noch Parität da haben oder nicht, aber egal. Ja, so, hier waren wir schon an der Seite. Dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die gute Einwegware an. Plastik! Ganz kurz nochmal hier das Endcap angeguckt. Hier gibt es halt Reis und Quinoa und Couscous. Und ein Jambalaya-Mix. Ja, ihr müsst gar nicht nach New Orleans, sondern ihr könnt halt hier einfach nur den Jambalaya-Mix in Texas kaufen und gut ist, ja. Da unten Jasminreis, 5,45 für... So, bück ich mich doch nochmal, wie viel das denn ist. 2,27 Kilogramm. Genau, White Rice, wahrscheinlich aus Louisiana oder so oder aus Kalifornien in der Wüste. Angebaut. Ja, das gibt's jetzt. Da kann man sich halt hier, wie gesagt, bei der nächsten Prenzlauer Berg Geburtstagsfeier ganz beliebt machen mit so einem Zeug. Müsst ihr euch unbedingt mitnehmen. Alufolie, Plastic Wrap und dann die ganzen Müllbeutel sind, finde ich, auch im Vergleich zu dem, was man so in Deutschland kaufen kann, recht teuer. Wobei halt, wie gesagt, wir schon bei Aldi sind. Das heißt, es ist schon noch günstig. Also 5,65 zum Beispiel für so einen 28er Pack Müllbeutel. Ja, ist ganz schön teuer, den Müll loszuwerden hier. Ja, Topfschwämme, die importiere ich mir tatsächlich. Ich habe mir ein paar in Container gepackt. Weil ich jetzt krass sparen will. Also das auch natürlich. Aber weil ich die jetzt nicht so geil finde, weil die so flach sind. Also die deutschen Topfschwämme, ja. Bin ich halt einfach kulturell gewohnt, mit sowas abzuwaschen. Yo! Toilettenreiniger, Bleiche, die man so nicht kaufen kann in der Form, so riesen Bottich Bleiche oder generell halt in der Form halt einfach 4,99. Was ist das? Laundry Detergent. Hier, guck mal, für die Sparfüchse unter euch. Das ist ein riesen Sack für 9,98. Geil. Ja, dann hier das. Auch alles sehr. Das ist, finde ich, auch krass umweltfreundlich, so in Anführungsstrichen, das Produkt. Ich bin jetzt dazu übergegangen, so diese Pouches zu kaufen. Kann ich übrigens auch empfehlen.
finde ich persönlich auch wie geiler, muss man nicht so, also hier sowas, ne? Also einfach, ja, schmeißt man einfach, so Pads schmeißt man einfach mit rein in die Waschmaschine, lösen sich auf. Da muss man auch nicht so mit diesem Flüssigzeug rumhantieren. Ja, Öle, Müslis und so weiter, schnell weg. Und hier gibt es auch nochmal so ein bisschen halt so Dosen. Thunfisch ist ein bisschen awkward gerade, weil hier hinter mir einer steht. Das Corned Beef finde ich übrigens recht günstig. Also 3,29 für so eine Dose. Das Standard brasilianische Corned Beef, ja. Und ja, hier gibt es noch verschiedene Sachen. Sloppy Joe Soße, Chili ohne Bohnen, Chili mit Bohnen. Ich habe das Gefühl, ich blockiere hier gerade alles. Ist wahrscheinlich auch so. Guck mal hier, ganz kurz. Hier müssen wir jetzt mal stehen, auch wenn wir alles blockieren. Linsensuppe, HTP Soup, imported from Germany. Ja, und das Ganze auch Harvest Potato Soup, also eine Kartoffelsuppe einfach nur. Ja, Product of Germany. Da haben wir es. Und das andere ist noch die Herbst Harvest Vegetable Soup, made in Germany. Joa, dann haben wir doch nochmal ein deutsches Produkt gefunden. Broth kauft der Amerikaner ja wie gesagt flüssig, der Deutsche mischt es sich aus so einem Würfel oder Pulver an. Ich habe gerade fast Heißhunger gelesen, aber hier steht nur Cheeseburger drauf, siehst du? Ist mein Gehirn schon so einprogrammiert, jetzt hier nach deutschen Sachen zu suchen. Ansonsten hier, das ist auch ganz gesund, natürliche Zutaten, nur natürliche Zutaten. Mac and Cheese Cheetos, Bold and Cheesy Flavor. Ja, Mac and Cheese kommt auf jeden Fall bei Kindern sehr gut an. Insofern, das hat man eigentlich immer mal zu Hause. Hier, Pesto, 2,59 allerdings für 190 Gramm. Sieht aber ganz gut aus. Und hier unten sind mehr, ja, Spaghetti. Sind jetzt auch alles keine Wiedererkennungsfaktoren jetzt hier bei mir, was die Marken angeht. Das gute Tajin, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ist so ein mexikanisches Gewürz mit so ein bisschen Zitronensäure drin. Also das gibt es tatsächlich wirklich nicht so richtig zu kaufen in Deutschland. Leider, leider. Also ein guter Freund von mir hat es in Berlin in so einem Hipsterladen gefunden. So einem Hipster-Gewürzeladen. Nicht Ankerkraut oder wie dieser Laden da hieß. Also das war die Marke, egal. Kann ich auch empfehlen. Probiert es mal aus. Auf Früchten, sehr geil, sehr geil. Ja, diese ganzen Taco-Dinger natürlich, ja, ist klar. Sind, glaube ich, 40% der Bevölkerung hier sind halt Hispanic oder haben Latino-Wurzeln. Mr. Clean, ja, Meister Proper, mein älterer Bruder. So, gehen wir hier nochmal einmal so lang. Hier ist noch ein bisschen mehr Non-Food-Zeuges. Pretzels. Ja, ist jetzt alles ein bisschen zu durchmischt, um jetzt hier konkret Stellung zu nehmen zu einzelnen Produkten. Ich sehe jetzt nichts, was so riesig erwähnenswert ist. Ist ein bisschen, hat jetzt hier so dieses Regal gerade so ein Vibe von, hier waren die Non-Food-Geschichte, hat so ein bisschen so ein Vibe von, wir haben eine Palette aufgerissen und haben das in irgendwelche Regale gestopft. Aber gut, man freut sich ja über die Savings. Insofern ist das schon okay. Hier ist ein Kellogg's Produkt, ja, Frosted Flakes, also Schoko. Frosties. Ja, hier sind noch so ein paar Non-Food-Artikel, meine ich. Hier ist ein bisschen Bier. Wie es in Texas läuft, ist, du darfst keinen Liquor im normalen Supermarkt verkaufen. Du musst halt in den Liquor-Store gehen. Und der hat Sonntag zu. Ja, also du darfst nur Bier und Wein, frag mich nicht, bis zu wie viel Prozent verkaufen. Ansonsten nur im Liquor-Store und das nicht am Sonntag. Die 2,51 pro 1,81 Kilo weißer Zucker. Und Mehl ist halt 2,12 Dollar für... Ja, da unten steht es, 5 Pfund, also was waren es nochmal, 2,3 oder so, 2,23 Kilo. Süßstoff,
Backmixe, hier der gute Zucker, den habe ich auch so ein bisschen vermisst. Also für, wenn man irgendwie so kocht, ist es ganz geil. So, der hat so sehr cremig, ja, also cremig nicht, aber so malzig fast schon ist. Nüsse. Ja, genau. Das darf natürlich nicht fehlen, die Marshmallows in verschiedenen Größen. Mini, Normal und Jumbo Marshmallows. Verschiedene Backmixe. Streusel, Schokolade und bunt. Und hier in, ganz umweltfreundlich verpackt. Funnel Cakes. Einmal benutzen, dann wegwerfen. Massive Kanne. Andererseits habe ich sowas in der Richtung, so ein Pancake-Mix auch schon in der Schweiz oder in jedem Lidl oder Aldi-Supermarkt dort auch gesehen. Gibt es natürlich auch Öle und Gewürze sind hier halt doch tatsächlich auch deutlich günstiger als in einem normalen Supermarkt. Wobei hier die Auswahl schon so ein bisschen eingeschränkt ist im Vergleich zu einem größeren Supermarkt. Aber wenn man die Grundgewürzsachen haben will, ist das schon ganz gut. Also 97 Cent, jetzt hier Garlic Powder, also alles eigentlich irgendwie im Bereich von 97 Cent bis auf die teureren Sachen da unten. Salz halt 54 Cent zum Beispiel. Das ist schon ganz gut, wenn man sich halt hier eindecken will. Und hier gibt es auch so ein paar speziellere Sachen, so ein Creole Seasoning. Ja, genau. Hier sind noch so ein paar Getränke an dem Endcap. Und dann sind wir hier aber auch schon fast gleich durch. Wasser gibt es hier halt zu kaufen. Entsprechend also 1,05 Dollar. Da ist wahrscheinlich die Plastikpackung teurer als das Wasser. Und Wasserflaschen für 3,79 für 24 Stück. Wahrscheinlich 473 Milliliter. Und hier ist die Weinauswahl. Aldi in Deutschland ist ja ganz bekannt für gute Weinschnäppchen. Und ich finde, die Preise für amerikanische Verhältnisse sind auf den ersten Blick jetzt hier auch schon ganz okay. So. Also 6,95, 8,99 finde ich halt immer schwer zu beurteilen bei Wein. Was ist jetzt ein guter Wein, was ist jetzt ein schlechter? Ja, weiß man so vermutlich nicht, müsste man jetzt so ganz tief eintauchen. Hier ist so ein Margarita-Mix, der 13,9% Alkoholvolumen hat. Das heißt also, unter 14% scheint schon mal okay zu sein und nicht als Liquor zu zählen, wofür man, wie gesagt, in einen extra Liquor-Store müsste. Auf diese Produkte hier sind in Texas sind halt Sales-Tags drauf, auf reine Lebensmittel nicht. Also es ist ein sehr kompliziertes Raster aus, was ist mit Tags versehen und was nicht. Grundnahrungsmittel, die nicht erwärmt sind, also die der Endkunde selbst erwärmt sozusagen, sind halt mit einer Sales Tag, nee, ohne Sales Tags, die kosten nichts extra an der Kasse. Und auf die anderen Sachen kommt dann halt eben eine Sales Tag drauf, die in Texas bei grundsätzlich 6,25% ist, wobei die einzelnen Städte und Gemeinden dürfen bis zu 2% noch draufschlagen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ihr 8,25% Sales Tax zahlt auf nicht auf zubereitete Lebensmittel und auf ja, andere Non-Food-Artikel auf jeden Fall. Also wenn ihr euch da eine Pfanne kauft oder so, Alkohol auch. Bei sowas hier bin ich mir nicht sicher. Also das, ob das noch als wahrscheinlich mit Sales Tax, aber kann ich euch nicht sagen, ist wirklich... Müsste man jetzt wahrscheinlich schon fast Steuerrecht studiert haben, um es mit Sicherheit zu sagen. Auf Ice Cream ist auf jeden Fall keine Sales Tax, so mein Wissensstand. Ja, genau. Ja, Ice Cream, Ice Cream, Ice Cream. Was für Sorten gibt es, könnte ich sagen. Hier Pistazie, Mandel, das ist ja schon mal nicht schlecht. Vanille, Cherry, Vanilla, Buttered Pecan und Millennium Crunch. Cookies and Cream, Dutch Chocolate, Mint Chocolate Chip, was ich jetzt persönlich nicht so geil finde, aber gut, okay. Joa, aber das Pistazie gibt es geil, werde ich hier mal kaufen. Und M&M's Eis gibt es, also hier ist auch wieder, und hier ist ein bisschen was von Ben & Jerry tatsächlich, also hier haben sie doch wieder ein Markenprodukt, genau wie Magnum
Und Snickers, 6 Snickers, Bars, 3,88. Ja, hier sind noch so ein paar Cheesecake, Steamed Chicken Dumplings, Mischungen. Das Regal hier links haben wir, glaube ich, gesehen. Ja, ich glaube, wir haben es eigentlich fast alles. Beef Patties, hier gibt es auch wieder Mac and Cheese. Hier gibt es den Shrimp und Lobster Bake. Und dann gibt es hier den Lobster Mac and Cheese. Das Edel Mac and Cheese hier sozusagen. Und hier gibt es noch eine Flatbread Pizza, neapolitanischer Style. 5,49 allerdings. Hier gibt es noch weitere Pizzen für echt 7,97. Hui, okay. Kann man fast essen gehen für. Und die Dinger hier, diese Dino, die kennt man auch. Die gibt es, glaube ich, überall zu kaufen auf der Welt. 6,99. Ja, okay, cool. Und dann gibt es hier noch Cauliflower Crust, also Blumenkohl, Rand, Kruste. Ja. Gut, hier sind wir wieder bei dem Non-Food. Ich würde sagen, ich will nur noch mal sicherstellen, dass wir jetzt hier wirklich alles gesehen haben. Ich gehe noch mal einmal bei dem Fleisch vorbei. Ich gucke mal, ob die Kamera noch läuft. Okay, cool, Kamera läuft noch. Weiß ja immer nicht. Ja, dann laufe ich hier rum und laber mir einen ab und dann ist die Kamera ausgegangen. Ist auch schon passiert alles, ja. Muss man auch sagen, hier beim Chicken sind wir vorhin nicht so richtig in die Tiefe gegangen. Teriyaki Seasoned Chicken Thighs, also Hühnerschenkel, 3,09 $. Ja, ansonsten, um die Großfamilie mit Huhn zu ernähren, gibt es hier definitiv viel an Massenware. Nehmen wir mal meinen leeren Tarnungseinkaufswagen wieder mit. Hier nochmal bei den Fleischsorten geschaut. Ground Turkey, also Truthahn sozusagen, 6,49 €. Und hier oben ist Organic Beef für 7,19 $ für 454 Gramm. Sirloin Steak sieht ja ganz gut aus. Das hier kostet zum Beispiel 8,74 €. Wie gesagt, keine Sales Tax, das ist der finale Preis. Grundnahrungsmittel. Und hier drüben gibt es Beef Sirloin Filet. 9,08 $. Das ist wirklich günstig, finde ich, Leute. 8,99 € pro Pfund. Gut, weiß man jetzt nicht, wie die Qualität so insgesamt ist, aber es sieht jetzt nicht schlecht aus. Außer man ist jetzt Veganer, dann sieht es total eklig aus, wahrscheinlich vermutlich. Und hier unten gibt es noch so ein fettes Stück Black Angus Chuck Roast. Das kostet 11,70 $ für 2,17 £. Finde ich auch ganz fair, den Preis. Also, was heißt jetzt fair, aber günstig, so. Hier drüben ist noch was, wie ausgestochen, Bacon-Wrapped Chuck Tender Filet. Da steht jetzt allerdings kein Preis dran. Sorry, hätte ich es mal nicht erwähnt. Ja, gut, das ganze Hackfleisch hier. Ja, die Pork Spare Ribs, das finde ich ist auch, das ist richtig günstig mal, also Alter. Spare Ribs 11,52 € für so ein 5,26 £ Stück. Das ist richtig, richtig krass billig eigentlich. Das ist heftig. Ja, hier unten ist noch ein anderes, Baby Back Pork Ribs. Was haben wir uns gerade angeschaut? Babyback, was haben wir hier angeschaut? Pork Spare Ribs. Und jetzt haben wir Pork Baby Back Ribs für, gut, das ist jetzt ein bisschen teurer. $21 für 4,68 £, aber ist immer noch fair, der Preis, muss man ja so sagen. Und hier hat die Original Bratwurst. Die Bratwurst, vermutlich schmeckt sie anders als in Deutschland etwas, aber so ist es halt, ne? Die kostet 3,99 € hier für die 538 Gramm Packung. Gibt es hier auch noch in ein bisschen größer als 12 Stück. 1,3 Kilo knapp für 6,99 €.
Ja. Genau. Der Fisch hatten wir uns angeschaut. Den Fisch hatten wir uns angeschaut. So, hier drüben nochmal den Käse haben wir uns auch schon zu Gemüte geführt. Wie gesagt, ihr könnt jetzt auch schon, wenn es euch jetzt reicht, abschalten. Ansonsten versuche ich nochmal irgendwas zu finden, wo ich jetzt bisher achtlos daran vorbeigeeilt bin. Ja, hier können wir uns auch nochmal so ein bisschen halt irgendwie fleischtechnisch, also hier der Bacon 24 Ounce, also 680 Gramm, 8,75 zum Beispiel. Dann gibt es hier halt wieder aus der Originally Texas Ecke, gibt es diese Wurst für 4,46, Holmes Smokehouse Pecan Smoked, Small Batch Sausage, also in kleinen Mengen hergestellt, in kleinen Tranchen. Voted number one in taste by the Houston Chronicle, okay. Muss ich mal ausprobieren. Ja, Butter, genau. Könnte man auch drüber reden, was die Butter kostet. 3,47 für 453 Gramm. Das gleiche, ob gesalzen oder ungesalzen. Das Salz schlägt sich jetzt nicht im Preis nieder. Organic kostet allerdings schon 4,59. Wobei, es ist günstiger als Trader Joe's. Hatte ich es vorhin eigentlich erwähnt, dass Trader Joe's die kleinere Kette ist. Die haben 475 Filialen aktuell. Und Aldi hat 2187. Ich glaube, ich habe es erwähnt. Ich wollte es nur noch mal sicherstellen, dass ich es wirklich gesagt habe. Also 4,59 für die Organic Butter bei Trader Joe's kostet die halt, glaube ich, schon 5,99 oder 6,99. Ja. Sour Cream für 16 Ounce, 1 Pfund, 1,69. Ja, so ein Greek Joghurt, 1 Liter knapp, 3,39. Der Orangensaft 2,85. Allerdings auch 1,5 Liter. So ungewöhnlich, dass sie da auf 1,5 Liter gegangen sind, also was diese Größe angeht, und nicht eine ungerade metrische Zahl haben. Hier gibt es halt noch so einen Mokka zu kaufen. Das ist ja, habe ich auch ganz gerne mal ab und zu in Österreich gekauft bei dem Lidl oder Aldi. 3,29 für 1,89 Liter. Half and Half, also Halbrahmen sozusagen, 2,39 für einen knappen Liter. Mandelmilch 2,19. Sorry. So, kommen wir nochmal zur Milch. Ja. Die darf natürlich in so einem Vergleichswarenkorb, obwohl es jetzt hier kein Vergleichswarenkorb ist, darf nicht fehlen. Also die Organic Milk von Simply Nature. Ich bin mir nicht sicher, es ist eine Eigenmarke. Ja, doch. Das ist eine Aldi-Eigenmarke. Sieht so ähnlich aus wie. Ich komme gerade nicht drauf auf den anderen Namen. Ist deutlich billiger, aber 3,65 ist schon der Hammer. Weil von diesem anderen Markenhersteller, der ein ähnliches Logo hat, wo sie das halt ein bisschen abgerippt haben, kostet die meistens schon 5 oder 6 Dollar, was hier 3,65 kostet. Da unten kann man halt auch Organic Milk 64 Fluid Ounce, also eine Gallone, 3,8 Liter ungefähr, für 3,65 kaufen. Das ist doch recht günstig für amerikanische Verhältnisse. Normale Milch, also nicht organic, kostet 2,26 für 1,9 Liter. Und laktosefrei gibt es hier auch noch. Und die Eier unten, wobei das sind organic cage-free, also nicht Freiland, aber cage-free, 3,29 für 12. Vermutlich sind die aber auch recht groß. Everything's bigger in Texas, auch die Eier. Da unten ist halt Free Range, also da Freilandhaltung 3,59 für ein Dutzend, also für 12. Ja, so Leute, dann haben wir es jetzt aber wirklich. 10.30 Uhr, deswegen ist es jetzt tendenziell auch ein bisschen leerer, wobei die Läden hier alle nicht so monströs überfüllt sind, aber am Wochenende wird es vermutlich schon so ein bisschen voller. Genau. Brotabteilung können wir noch mal ein letztes Mal gucken. Ja, also hier gibt es so Sesame, Sesam, Brioche Buns für 3,95 für so eine Packung. Achso, ich dachte schon aus Frankreich, aber es ist nur das Authentic Recipe from France. Gibt es dann hier auch noch mal ohne Sesam
wer keine Körner zwischen den Zähnen mag. Ansonsten so ein Toastbrot kostet ja 1,9, nee, das sind die Brötchen da oben. 1,19, glaube ich, der Toast. Ich weiß nicht, ob es sich auf den oder auf den bezieht. Und ja, hier oben gibt es noch für 2,29 gibt es noch so ein Fitnessbrot. Da spart man sich das Fitnessstudio. Nein, 567 Gramm Vollkornbrot kann man aber wahrscheinlich auch ohne mit einem Gewichtsdruck von 300 Gramm auf ein Zehntel reduzieren, das Volumen. 2,29. Ja, Leute, das ist hier wie im Flugzeug so ein bisschen gerade. Kennt man alles. Ja, genau. Proteinbrot, 3,99. Ist aber auch sehr weich. Also wer auf Krustenbrot steht, der kommt hier wahrscheinlich nicht so richtig zur Geltung. Hier Zimtbrötchen, Zimtrollen, Zimtschnecken kosten 3,95 für so ein Packen halt hier. Ne? Und dann noch Lemon Cake, das sieht ganz lecker aus. Und 7-Up Cake, der gute 7-Up Kuchen. Für 5,49 allerdings. Andererseits, ja, ist nicht schlecht, 737 Gramm. Da kann die Familie schon von satt werden. Das Regal habe ich, glaube ich, auch recht achtlos zu Beginn halt hinter mir gelassen. Salatmix, 454 Gramm, ist schon recht viel, muss man sagen. Braucht man schon eine mehrköpfige Familie, um das wegzunaschen. 4,29. Also die Salatauswahl ist eigentlich ganz okay hier. Spinat da unten. Sehe ich jetzt den Preis auch gerade irgendwie nicht. 2,89 könnte sein. Würde passen. Und hier oben Green Beans für 1,65. Also ich würde sagen, so einkaufstechnisch ist man, was halt Obst und Gemüse und solche Sachen angeht, in den USA definitiv auch ganz gut aufgehoben. Was halt so Brot und sowas angeht, naja, ist Gewöhnungssache oder Geschmackssache, aber da ist man definitiv in Deutschland besser oder im deutschsprachigen Raum aufgehoben. Hier 8 Unzen, 227 Gramm Pilze, 1,49. Portobello-Pilze. Die French Beans, die kriegt man so ja auch zu kaufen, 454 Gramm für 3,59. Genau, eine Gurke 1,19, Äpfel hier drüben haben wir uns angeschaut. Gut Leute, dann würde ich sagen, haben wir's. Noch ein letzter Blick auf die Kasse bzw. auf den Kassenbereich. Nochmal ein Blick in den Laden zurück. Dann verabschiede ich mich an der Stelle. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.